Also dann nochmal offiziell herzlich willkommen hier an dem besonderen Ort, Trainerzimmer, hatten wir auch, glaube ich, noch nie Pressegespräch. Einfach so eine locker, leicht flockigen Atmosphäre nach so einem gefühlt locker, leicht flockigen Sieg gestern 4-0, war super. Hat, glaube ich, sehr viele Leute begeistert und hoffentlich auch vielleicht die, die nicht dabei gewesen sind, haben sich vielleicht auch geärgert, nicht dabei gewesen zu sein gestern. Einmal so jetzt nach einmal zu beschlafen. Wie bist du heute Morgen aufgewacht mit einem breiten Lachen oder? Wie fühlt man sich das so an nach so einem Spiel? Ja, besser als nach Altenburg, aber vom Schlafen her ist es dasselbe eben, weil das im Kopf schon immer rattert und viel du überlegst eben über die ganzen Szenen und schläfst eben nicht so früh ein wie sonst. Aber es ist nach so einem Spiel natürlich immer einfacher, in den Tag zu starten, als ja, wie es eben nach dem 1-1 ist, kurz vor Ende gegen Altenburg. Du hattest von mit der Mannschaft schon in der Kabine gesprochen, hatte die Tür zu. Was habt ihr da euch unterhalten über das Spiel? Habt ihr schon analysiert oder war nur Ja, es ist immer kurz, also ich mache ja immer so eine Analyse und habe auch ein paar private Sachen den Jungs weitergegeben, was nur uns anbetrifft, aber um Spiel her, ja, es ist immer, man muss immer gucken und aufpassen bei so einem Spiel, weil wir haben wirklich sehr stark gespielt und es gibt natürlich Leute, die sagen, ja, die waren ja schwach. Bei mir ist, ich bin immer so ein Mensch, der sagt, ja, die waren auch nur so schwach, weil wir doch an dem Tag vieles gut gemacht haben, ja. Und muss natürlich immer aufpassen, ja, weil die sind eben schnell nach vorne, aber das haben sie sehr, sehr stark gemacht. Und eigentlich gibt es sehr wenig zu bemängeln. Ne? Man kann natürlich immer irgendetwas finden, noch ein paar Tore schießen und und. Der Gegner hat eigentlich nur eine einzige Torchance gehabt. Wo wir aber den individuellen Fehler, wo Damir da reindribbelt und Ole super hält. Und ja, also das sind eben die Spiele, wo die Mannschaft einfach den Zuschauer auch etwas gibt. Ja, das wollen wir jedes Jahr machen und jetzt klappt's. Und deswegen wissen die Jungs, dass die heute noch ein bisschen Erholung haben, aber Sonntag geht's ja wieder weiter. Mike, du bist jetzt gestern dein 102. Spiel. Du bist der Club der 100. Ne? Da werden wir auch noch eine Ehrung machen, vielleicht gegen Halberstadt oder später. Wie hast du es gestern gesehen und war das für dich, wo siehst du dich aktuell in deiner Entwicklung beim ersten FC Lok? Über die 5 Jahre mittlerweile, ne, sind es, ne? Ja, Wahnsinn. ganz genau. Ja, na, ich war natürlich auch begeistert gestern, dass es dann am Ende so deutlich auch ist, na, dass man erstmal die Tore machen muss. Und ja, in der Entwicklung her, also ich denke, ich habe jedes Jahr immer das Beste gegeben und werde es auch weiterhin so machen. Also von daher bin ich hochzufrieden mit der Entwicklung bei Lok. Wie viele Spieler wären es noch? Gute Frage. So viel wie gehen. Also solange die Gesundheit mitmacht und der Verein noch Lust an mir hat, also daran soll es nicht scheitern. Also ich habe Bock, noch viele, viele Spiele zu machen. Schön. So ein frühes Tor hat sicherlich gestern der Mannschaft gut getan und auch geholfen, dass die Schultern ein bisschen breiter geworden sind und dass man auch gesehen hat, was eigentlich in der Mannschaft wirklich steckt. Ne? Hilft sowas wirklich, wenn man da so eine frühe Führung dann hat für das Selbstvertrauen? Man wird ja lügen, wenn man sagt, nein, das ist so. Aber es ist schon auffällig, dass wir oft so früh ein Tor gemacht haben. Ja, das hilft enorm, aber ich glaube, das ist gar nicht. Also wenn ich jetzt Fußball sehe, es gibt Mannschaften, die machen früh das Tor und nachher ab der 15., 20. Minuten läuft es nicht so gut, weil man irgendwie anfängt zu verteidigen oder sagt, oh, jetzt kein Gegentor. Und das hat aber an dem gestrigen Tag was zu tun. Wir haben trotzdem weiter diszipliniert gespielt, nach vorne gespielt und immer wieder den Gegner laufen lassen. Und wenn die einen Ball gehabt haben, sehr kompakt gestanden und die Bälle erobert und immer wieder den Gegner beschäftigt. Und ich denke, dass das, ich glaube, wenn wir auch das 1-0 in der 39. wie das 2-0 fällt, denke ich trotzdem, dass wir mit der gestrigen Leistung auch das Spiel so gewonnen hätten. Weil einfach du den Gegner beschäftigst, weil es gibt jetzt, kann man ja gucken, es gibt Mannschaften, die, wenn man früh das Tor macht, dann hemmt es ein bisschen. Und das ist zum Glück bei uns nicht so der Fall. Aber es ist, wenn man, gerade jetzt für Jamal, ja, der reinkommt,
der erste Spiel von Anfang an spielt und dann kommt gleich so schnell ein Tor, dann ist es eben normal, dass man sagt, oh, jetzt sind noch 89 Minuten und im Kopf rattert und sagt, oh, heute könnte ich mal vielleicht zwei oder drei machen. Und das beflügelt, und das hat man bei dem dann auch gesehen. War ja auch schon ein Eindruck zu sehen, wo er eingewechselt wurde. Da hat er, glaube ich, 3 Minuten gebraucht. Wie wichtig ist schon mal für diese Mannschaft, ein Fitter schon mal? Sehr wichtig, wie jeder andere auch. Und das ist ja so auch ein Ding, was ich heute Morgen angesprochen habe. Es ist eben für einen Trainer, für mich, das habe ich auch letztes Jahr ein paar Mal gesagt, besser. Und ich freue mich eher, dass ich die Qual der Wahl habe, dass ich Kopfzerbrechen habe, wen lasse ich spielen, als dass ich mir Gedanken mache und sage, oh Mann, wenn der jetzt eine Gelbsperre hat oder jetzt sich verletzt, wen lasse ich spielen. Für mich als Mensch ist es immer so, weil ich immer noch ein bisschen wie Spieler ticke, tut es mir immer so leid, sage ich mal so, wenn dann der eine oder andere dann auf der Bank sitzt. Gestern hat Salah erwischt, weil ich weiß, die Jungs wollen unbedingt spielen. Aber der Fußball ist eben so, 11 können nur spielen, das haben sie sich ausgesucht und ich bin derjenige, der das dann entscheidet. Und Jamal hat in den letzten, nach seiner Verletzung, sehr viel Pech gehabt. Und letzten aber, sagen wir so, 10, 12 Tagen hat man ihm gesehen, dass er sehr frisch ist, dass sein Training sehr locker ist, ja, und dieser Konkurrenzkampf auch annimmt. Und das ist eben das Wichtigste. Und dann kommt er gegen Eilenburg rein, Bub, nicht nur gegen Eilenburg, gegen Fürstenwalde kommt er auch rein und ist sofort da. Wird wieder zurückgeworfen mit der Verletzung, und dann Eilenburg ist da, und ja, das erwarte ich von den Spielern. Und nur so können sie sich den Platz irgendwie beibehalten oder wieder erobern und. Und am Ende haben wir eine Saison von 38 Spielen, wo, denke ich, jeder gebraucht wird, der im Moment vielleicht außen vor ist, wird dann andermal gebraucht, ja. Frage für den Sonntag. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe Germania Halberstadt diese Saison noch gar nicht gesehen. Ich kenne den neuen Trainer gar nicht. Was rollt da aus dem Harz auf uns zu? Ja, die haben einen riesen Umbruch gehabt, inklusive Trainer, und haben schon sehr, sehr viele junge, talentierte Spieler geholt, gerade jetzt in dem Bereich aus Magdeburg, und haben noch in der jungen Saison auch ihren Top-Stürmer verloren nach Halle. Die spielen guten Fußball, die stehen kompakt, haben ein sehr gutes Umkehrspiel, und eben, wie es mit jungen Spielern, da sind sehr viele, also junge Spieler, auch 99er dabei, die schon 22 sind, und zwei, drei erfahrene, sag ich mal so, aber die jetzt über 23 sind, die haben genauso wie wir, ich glaube, die haben 21, wir auch, also wir beide sind so mit den kleinsten Kader bestückt. Und die wollen guten Fußball spielen, wollen Offensivfußball spielen, stehen sehr gut, und die haben auch zu Recht die Punkte, die sie haben. Ja, und deswegen ist bei uns, was ich gesagt habe, es ist schön, was wir gestern gemacht haben, und jetzt erholen wir uns, und Sonntag müssen wir wieder an die Leistung anknüpfen, die wir eben können. Defensiv, wir haben jetzt von 8 Spielen 5x zu 0 gespielt, deswegen ärgert mich das Ellenburg-Tor umso mehr. Haben aber auch unglaublich viele Tore geschossen. Ja, es ist, glaube ich, auch für Lok nicht üblich, dass man 3-0, 3-0, 4-0, 4-0, das sind immer so eine Sache. Nach dem ersten Spiel 4-1 gegen BFC hätte, glaube ich, das keiner gedacht. Aber wir kommen immer langsam und wissen, wie. Wir können sehr, sehr viele verschiedene Facetten von der Mannschaft sehen. Ja, wir spielen guten Fußball, das wissen wir, dass wir laufen können und eklig sind auch, aber wir gewinnen auch unheimlich viele zweite Bälle. Und das alles müssen wir gegen Germania auch irgendwie durchbringen, weil das ist auch eine Mannschaft, die ein gutes Tempo hat, die auch Fußball spielen will und kompakt stehen, erfrischenden Fußball spielen. Und die haben natürlich immer einen Vorteil, die haben jetzt genügend Punkte und die haben ja gar keinen Druck. Also die kommen hierher und sagen, mal gucken, was wird, weil die spielen befreit einfach. Die sind ja in die Saison gestartet. Letztes Jahr waren sie ja ganz tief unten, und dieses Jahr eben das gerade, was ich erzählt habe, und können schon befreit spielen. Und das ist immer für eine junge Mannschaft ein Vorteil. Und wir müssen eben schauen, dass wir ein paar Sachen dagegen steuern, dass sie es nicht so einfach haben.